Fotografie ist eine der zentralen Erfindungen des 19. Jahrhunderts, die auch das gesamte System der bildenden Künste grundlegend verändert hat. Ja, es ist tatsächlich die erste Ausstellung zur Fotografie im Museum Barberini und es ist aber aus unserem Kernthema heraus entwickelt, Impressionismus und Fotografie, eine neue Kunst. Und in diesen beiden Teilen des Titels vermittelt sich eigentlich alles. Es geht um das frühe Medium und wie es eine autonome Kunstform wird. Und gleichzeitig geht es mit diesem Untertitel Fotografie und Impressionismus natürlich auch darum, die Fotografie in Bezug zur impressionistischen Malerei zu verorten. Kaum hatten die impressionistischen Maler wirklich dieses spontane Reagieren auf Lichtverhältnisse, auf Wolken, auf Meeresdarstellungen zu ihrem Thema gemacht, gehen eben auch die Fotografen an genau diese Orte. Es gibt also ganz verblüffende motivische wie auch stilistische Ähnlichkeiten der Darstellungen etwa von der Metropole Paris oder dem Wald von Fontainebleau oder auch der Steilküste von Etretat. Also dieser Dialog ist ausgesprochen produktiv gewesen, denn sowohl die Malerei war gezwungen, sich durch die Fotografie neu zu orientieren, wie auch die Fotografie sich auf ihre eigenen Stärken besonnen hat. Und wir verfolgen eben diesen Dialog zwischen Fotografie und Malerei über den Zeitraum von ungefähr 7 Jahrzehnten, also bis zum Ersten Weltkrieg. Wir zeigen Stereoskopien, Autochrome und dann später auch verschiedene Drucke, etwa Gummidrucke bei den Piktorialisten. Und es sind große Künstler dabei wie Stieglitz, wie Heinrich Kühn, aber auch weniger bekannte Autorinnen wie Louise Degler. Und das Erstaunliche an dieser Ausstellung ist vielleicht auch, dass man, auch wenn jetzt die Gemälde nicht gleich neben den Fotografien hängen oder platziert sind, man bei der Betrachtung sehr schnell also auch Bilder in sich aufsteigen sieht, die eben aus der Malerei oder eben auch umgekehrt aus der Fotografie stammen. Die Landschaftsfotografie war auch im 19. Jahrhundert das Genre, in dem man künstlerisch tätig werden konnte. Die Fotografen haben zum Beispiel sehr bald in der Nachfolge der Maler der Schule von Barbizon den Wald von Fontainebleau mit ihren Kameras erobert, haben sie dort auch an den Natursehenswürdigkeiten aufgestellt. So haben also wirklich Maler und Fotografen nebeneinander etwa im Wald von Fontainebleau gearbeitet und beide hatten es mit einem komplexen Werksprozess zu tun. Um überhaupt eine Landschaft aufzunehmen, musste ein Fotograf sehr viel Equipment mit sich führen, denn das Negativ musste unmittelbar nach der Aufnahme entwickelt werden in einer mobilen Dunkelkammer. The camera was quite heavy, it was impossible to focus and at the very beginning, so the photographer need to choose before the good light, the good point of view and he had to think of his picture before taking it. Die Fotografen haben eigentlich Bilder realisiert, die verblüffend ähnlich zu denen waren, die die Maler ablieferten. Man muss sich vorstellen, dass natürlich viele Fotografen klassisch ausgebildete Maler waren. Ich denke da etwa an Henri Lussac oder Gustave Le Gray. Und insofern ist es natürlich auch nicht überraschend, dass sie noch weiterhin in diesen Malerkreisen sozialisiert waren. Their eyes on landscapes, their eyes on nature was not completely free, if I may say so. It was an eye caught in the frame of painting. Of course, the interest in landscape was also linked to romanticism. So when photography was invented at the end of the 30s in France and in Great Britain, the idea for a new landscape was already there. And this idea of getting in the nature to reproduce the landscapes was already there. Dann erleben wir nochmal einen Schub Ende des 19. Jahrhunderts und da gewinnt natürlich die Landschaft nochmal einen ganz besonderen Stellenwert, auch weil sich, das dürfen wir nicht vergessen, wir uns in einer Hochphase der Industrialisierung bewegen, in der auch Landschaft als Naturraum gefährdet war und die Fotografen nun versucht haben, Landschaftsräume, Naturräume festzuhalten, die irgendwo auch noch intakt waren. Wir zeigen in der Ausstellung etwa eine Fotografie aus dem Wald von Fontainebleau, wo wir einen abgeholzten Baum sehen. Das ist eine Aufnahme, die verwendet wurde, um gegen die Abholzung der Wälder vorzugehen und das auf diese Art ganz dramatisch zu illustrieren. Was die Materialität betrifft, zuerst mal ganz banal, auf der Oberfläche der Fotografie
befinden sich keine Pinselstriche. Das ist eine relativ glatte Fläche. Bei der Malerei ist da Pigment, das auch ein Relief ausbilden kann. Und das ist auch schon entscheidend. Ich meine, der Maler kann natürlich auch die Pinselstriche kletten und das ist auch geschehen. Und interessanterweise unter dem Einfluss der Fotografie. Es gibt diesen wunderbaren Ausspruch von Van Gogh, von der Trompe-l'œil photographique. Also sie hatten eine so glatte Oberfläche, dass alles sozusagen wie eine Augentäuschung war. Einer der eminentesten Kritiker wird 1857 halt feststellen, dass die Malerei dem Ratschlag der Fotografie folge, indem sie die Pinselstriche klette und also glatte Oberflächen bilde, damit der Bildgegenstand stärker hervortreten könnte wie bei der Fotografie. Und dagegen hat nicht nur Van Gogh, sondern auch die frühen Impressionisten, die haben ihre rauen Oberflächen mit der Tastbarkeit, also der Blick tastet sozusagen ja auch das Relief der Leinwand ab. Und darin hat man auch das Geistige gesehen, also die Erfindungskraft des Künstlers, die Anwesenheit des Künstlers, die Hand sozusagen, die Handschrift. Und das hat man dann in Malerkreisen gegen diese glatten Flächen der Fotografie ausgespielt. Die Fotografie faszinierte vor allem wegen der Präzision und der Detailgenauigkeit. Und zwar in einem solchen Maße, dass Laien gern zur Lupe griffen und dann guckten, ob sie also unter der Lupe ein noch mehr an Informationen aus den Bildern rausziehen. Was die impressionistische Malerei betrifft, gibt es eine gegenteilige Reaktion, weil die Betrachter vor den Gemälden sagten, wenn man zu nah davor steht, sieht man gar nichts, da sieht man nur einen Farbbrei. Man müsste also zurücktreten, um überhaupt irgendetwas zu erkennen. Also polemisch wurde das vorgebracht. Und wir erleben jetzt aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Bestreben der Fotografen, sich auch von dieser Art der Fotografie, also alles präzise und abbildgenau wiederzugeben, zu distanzieren und dieses hinter sich zu lassen. Zum Beispiel hat man versucht, eher verschwommene, leicht unscharfe Bilder wiederzugeben, so dass eigentlich viele der Fotografien der sogenannten Kunstfotografie um 1900 so Ähnlichkeiten aufweisen wie die Grafik bzw. wie die Malerei. Paris war die Hauptstadt der Moderne, weil es auch eine Stadt des Umbruchs war. Es war tatsächlich das Zentrum der Kultur, auch der städtischen, urbanistischen Veränderung. Wenn man durch Paris spazieren ging, war es so ein wenig so, als ob man sich in Gefahr begeben würde, plötzlich von vom Himmel fallenden Steinen erschlagen zu werden. Denkt man nur an die großen Umbauten, die also durch den Baron Haussmann innerhalb der Stadt, in der Innenstadt entstanden sind, wo große Boulevards geschaffen worden sind. Wo quasi kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Dementsprechend gab es einen Fotografen, der von der Stadt angestellt worden war. Der hieß Marville und dessen Aufgabe war es, das alte Paris, Le Vieux Paris, und auch das neue Paris zu dokumentieren. Das hat er gemacht in sehr vielen, zahlreichen Hunderten von Fotos, wo teilweise dann noch die Viertel dokumentiert wurden, die dann dem Abbruchhammer zum Opfer fielen, aber auch die neuen Konstruktionen gezeigt wurden. Auch die Maler des Impressionismus waren fasziniert von dem Stadtleben, von diesem wirklich unglaublich regen, dichten Treiben, was sich auf den Boulevards abspielte. Und sie haben in der Regel immer aus etwas erhöhter Perspektive diese Situation festgehalten. Ähnlich wie auch die Fotografen. Viele Fotografinnen und Fotografen haben vom Balkon hinab auf die Straße fotografiert. Und das ist etwas, was die Maler des Impressionismus aufgenommen haben. Nun muss man wissen, dass in dieser Zeit auch eine ganz bestimmte Mode Konjunktur hatte, und zwar die Stereofotografie. Die Stereofotografie ist eigentlich ein präfotografisches Verfahren. Das hat bereits ein Engländer namens Wheatstone entwickelt. Das stammt aus den 1830er Jahren und es besteht darin, dass man zwei leicht unterschiedliche Bilder hat, die nebeneinander geordnet sind auf einer Karte. Wenn Sie so eine Karte haben, sind so die beiden Stereofotos so unmittelbar nebeneinander. Es sind also zwei verschiedene Negative mit zwei Abzügen, die man dann auch mit einem Stereobetrachter
ansehen konnte. Und es war ein Massenmedium. Eigentlich eines der ersten großen visuellen Massenmedien des 19. Jahrhunderts insgesamt. Und natürlich haben auch die Impressionisten diese Bilder gekannt. Nur der Unterschied zwischen der Fotografie und der Malerei bestand eben darin, dass die Stereofotografie in einem winzigen Augenblick, also vielleicht einer 125. Sekunde, ein Treiben wie eingefroren fixiert hat. Also man hat das Gefühl, als wenn quasi wie durch einen Zauberschlag das gesamte städtische Treiben zum Erstarren gekommen ist. In ihrer frühen Zeit wurde die Fotografie nicht unbedingt als Kunstform verstanden und vor allem nicht als Kunstform auf Augenhöhe mit den traditionellen Künsten. Viele Malerinnen und Maler sahen die Fotografie lediglich als Hilfsmittel, das ihnen dienen sollte, ihre Gemälde überzeugend darzustellen. Aber die Fotografie hatte eben von Anfang an auch diese künstlerischen Ambitionen, diese künstlerischen Absichten, was sich in zahlreichen Aufnahmen in der Ausstellung auch zeigt. Die meisten Zeitgenossen haben die Fotografie im 19. Jahrhundert nicht als Kunst angesehen, weil man der Fotografie vorgeworfen hat, eher mechanisch Wirklichkeit abzubilden und keine eigenen Ideen, keine Erfindung, nicht erfinderisch mit der Wirklichkeit umzugehen. It was linked to the fact that photography was seen as a mechanical device and then that, you know, of course, painters could not use a mechanical device. Das heißt, die Fotografie musste sich auch in der Auseinandersetzung mit der Malerei erstmal auf ihre eigenen medienspezifischen Eigenschaften und Mittel besinnen und hat dann eben Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen der künstlerischen Amateurfotografie noch einmal die gestalterischen Mittel ganz neu definiert. Das Besondere ist eben, dass in den Sammlungen, die im Zuge der Kunstfotografiebewegung entstehen, Fotografie eigentlich das erste Mal nicht als Hilfsmittel oder als technisches Medium oder eben als Reproduktionsfotografie gesammelt wurde, sondern als ein Medium der Kunst. Und die Fotografie kommt auch in dieser Zeit in die Museen. Also es ist so, dass Museen wie die Hamburger Kunsthalle regelmäßig Ausstellungen zur künstlerischen Amateurfotografie ausrichten. Und es gibt Sammlungen, die entstehen, private Sammler, aber auch kulturelle Institutionen in den USA und in Europa, die Sammlungen von Kunstfotografien aufbauen. Die Kunstfotografie ist ja eine internationale Bewegung und dementsprechend die beiden Zentren waren eigentlich New York und London. Aber es gab eben auch heftige Widerstände gegen die Auratisierung der Fotografie als Kunst, die man eher als Druckgrafik angesehen hat und vor allen Dingen als Dienerin der bildenden Künste verstanden hat. For years, for decades, almost for centuries, in France especially, in French history of art, the role of photography has been almost completely erased. Up to the 1980s, at the end of the 1980s, nothing was said on the links between painting and photography in French art history. Nobody was speaking about the links between Delacroix and photography or Courbet and photography or Monet and photography. So it's a quite recent history of art. As it has been said, French people used to turn their back to the sea, and it was a new landscapes in a way. And then it was something fashionable about this landscape. Le Havre, for instance, was a very specific place for the links between painting and photography, and we are sure that, for instance, Eugène Boudin or the young Claude Monet could have seen photographs very early. Und es geht eben sehr häufig auch um jahreszeitliche Phänomene, um verschiedene Licht- und Wetterphänomene, wie zum Beispiel Le Grès, der ganz früh an den Orten, wo Boudin, der Maler in Le Havre, der auch Monet unterrichtet hat, eben zum Beispiel den Hafen von Le Havre zum Thema macht. Und dann aber fokussiert auf einzelne Wellen, auf Sonnenstände. Gustave Le Grès ist berühmt geworden für seine Marien, für seine Seestücke, die eine ganz verblüffende Technik zugrunde gelegt hatten. Es war natürlich wahnsinnig schwer, auch mit der langen Belichtungszeit, Naturerscheinungen einzufangen.
etwa bei Gustave Le Gray unten die schäumenden Wellen, oben der Himmel mit den vorbeiziehenden Wolken. Auch da wurde getrickst, indem zum Beispiel Gustave Le Gray mit einem Druckverfahren den oberen und unteren Abschnitt des Bildes separat fotografiert hat, dann mit einem Druckverfahren zusammengebracht hat. Dieser ganz bestimmte Lichteffekt, der hat Zeitgenossen damals wirklich sehr fasziniert und beeindruckt und hat diese Bilder eben auch wirklich ja, in Kunstkreisen bekannt gemacht. All painters collected photographs because photographers created new images of the nature and quite important for the painters afterwards. Die Abwesenheit von Farbe war eines der großen Themen, die man beklagt hat seit der Erfindung der Fotografie. Und das hat man im Kameraclub in Wien und auch an anderen Stellen damit wettgemacht, dass man eine Aufnahme mit drei verschiedenen Einstellungen gemacht hat. Also dreimal hintereinander dasselbe Bild, dasselbe Stillleben, dieselbe Landschaft fotografiert, mit drei verschiedenen Filtern und danach jeweils vom Negativ dann einen farbigen Druck davon gemacht hat, den man übereinander legen konnte. Im Auge des Betrachters schließt sich das dann zusammen zu einer bunten Fotografie. Selbstverständlich haben die Piktorialisten und insbesondere die Mitglieder des Wiener Kameraclubs impressionistische und postimpressionistische Gemälde gekannt. Sie sind zum Beispiel in der Wiener Sezession ja genug ausgestellt worden. Und wie sie dann endlich die Möglichkeit in die Hand bekommen, selbst farbig Bilder zu machen, sind sie natürlich beeinflusst vom Impressionismus. Und Heinrich Kühn ist sicherlich der bedeutendste Piktorialist in Europa, beziehungsweise ja, vielleicht sogar weltweit, dem wir eine ganze Reihe von sehr ungewöhnlichen Gummidrucken und aber auch Autochromen verdanken. Autochrome sind Diapositive, die mit drei Schichten lichtempfindlichen Materials beschichtet waren. Autochrome waren das erste praktikable Farbverfahren und damit hat die Fotografie das erste Mal tatsächlich auch dieses Defizit, dieses Manko, eben nur eine monochrome Kunst zu sein oder eine monochrome Bildform überwunden. Man hat das bewundert, weil es ein durchscheinendes Material war. Erstmals Fotografie auf einem durchscheinenden Material. Das kann man in die Hände nehmen und als kleines Ding anschauen und sozusagen alles, was rundherum ist, ausblenden und sich darauf ganz konzentrieren, auf dieses farbige Bild. Es dauert ziemlich lange im 19. Jahrhundert, bis überhaupt auch flüchtige Momente aufgenommen werden. Es dauert noch viel länger, bis diese aufgenommenen flüchtigen Momente dann auch in Bilder gebracht werden und vertrieben werden. Und sie verschaltet sich eigentlich über so eine doppelte Ebene. Auf der einen Seite eben über diese neue Zeitlichkeit, die entdeckt wird, und auf der anderen Seite vor allen Dingen aber über die Frage der Wahrnehmung. Was kann ich überhaupt wahrnehmen? Was nimmt eine Fotografin, was nimmt ein Fotograf überhaupt wahr? Jenseits der Kamera, was passiert dann durch die Kamera, wie kommt es zu einer Veränderung der Wahrnehmung insgesamt? Das ist eine Reaktion eben auf das experimentierfreudige 19. Jahrhundert und die große Freude an Fakten, an Beobachtung, an Dokumentation, also ein wissenschaftliches Herangehen. Es ist auch so eine Art komplexe Konstellation mit der Malerei des Impressionismus, die ja auch auf den Augenblick setzt. Tatsächlich sind die Künstler mit den Farben zum ersten Mal in der Landschaft. Sie hatten die Möglichkeit, mit den Tubenfarben jetzt direkt vor Ort auch in größeren Formaten in Öl auf Leinwand zu malen. Und andererseits hatten die Fotografen mit ihren Großformatkameras natürlich ein riesen Handicap, mit ihren langen Verschlusszeiten zu reagieren auf wechselnde Lichtverhältnisse. Und trotzdem haben eigentlich beide an diesem neuen Weltverständnis, dieser neuen Sicht auf die Natur auch mitgearbeitet, sozusagen mit ihrem Medium jeweils auf den Eindruck und die Wahrnehmung zu reagieren und das einzufangen im jeweiligen Medium. Photography at the beginning was in the path of painting, but afterwards, photography became
a model for the painters in the rivers. Das ist, glaube ich, das, was mir wichtig zu sein scheint, auch im Zusammenhang jetzt dieser Ausstellung, weil es ein Spannungsfeld ist. Und Spannungsfelder sind natürlich viel interessanter, als wenn alles immer sozusagen harmonisch zugeht.